Ich gehe mal davon aus, dass das geklappt hat und dass Sie jetzt hier meine Eingangsfolie sehen, Kinderschutz in Corona-Zeiten. Sie sehen einen Obertitel Schutzforderung, Beteiligung. Damit will ich übrigens deutlich machen, dass diese drei großen kinderrechtlichen Bereiche, nämlich Schutzrechte, Förderrechte und Beteiligungsrechte, sehr eng miteinander verbunden sind. Das werde ich später im Verlauf des Vortrages auch noch versuchen, deutlich zu machen. Damit Sie wissen, was Sie erwartet. Wir haben 1,5 Stunden Zeit und ich will loslegen mit tatsächlich einigen aktuellen Anmerkungen, Kinderschutz in Corona-Zeiten, ein bisschen was zur Datenlage, wobei wir noch gar nicht so viel wissen, aber ein wenig eben dann doch schon, und auch zu den aktuellen Belastungen, unter denen Kinder, Familien insgesamt, aber insbesondere auch die Kinder zu leiden haben in diesen sehr herausfordernden und ganz besonderen Zeiten. Das wird der erste Punkt sein. Zweiter Punkt. Ich würde gerne ein kinderrechtsbasiertes Kinderschutzverständnis hier darstellen, also eine Weiterentwicklung eines traditionellen Kinderschutzkonzeptes und überhaupt den Kinderschutz in das Gebäude der Kinderrechte einordnen wollen. Es wird einige historische Anmerkungen geben, einige wenige Anmerkungen auch zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und dann am Ende eines gewissermaßen ersten Partes würde ich gerne ein Fallbeispiel darstellen. Natürlich eins aus der Kita, weil das ist ja hier der fachliche Fokus, und zwar eines, in dem es um die Vermutung sexuellen Kindesmissbrauchs geht. Um die Vermutung. Es ist nicht ein sehr klares Bild, was sich da ergibt, aber das finde ich immer die interessantesten Fallbeispiele, wo es eben noch nicht so ganz klar ist, was da eigentlich passiert und inwiefern hier auch fachlich angemessen reagiert werden muss. Das ist der erste Part. Der zweite Part, ungefähr so hälftig geteilt, wird sich dann mit einem anderen wichtigen Bestandteil des Kinderschutzes beschäftigen, nämlich mit dem sogenannten institutionellen Kinderschutz. Gefahren können ja nicht nur von Familienmitgliedern ausgehen, also Eltern oder Verwandte oder Angehörige, Freunde der Familie, sondern Gefahren, Gefährdungen, Beeinträchtigungen können ja auch von Fachkräften ausgehen, also pädagogischen Fachkräften, insbesondere übrigens auch von anderen Personen, von anderen Kindern beispielsweise auch. Aber insbesondere das Thema Fehlverhalten und Gewalt durch Fachkräfte, die ja übrigens auch in Corona-Zeiten besonders belastet sind. Es betrifft ja nicht nur die Familien, es betrifft ja auch die Erzieherinnen, Erzieher. Die Erziehenden, die Fachkräfte eben in den Einrichtungen. Und auch da ist ja anzunehmen, dass es vermehrt im Vergleich zu übrigen Zeiten zu Fehlverhalten und auch zu Gewalt gegen Kinder kommt. Das wird im zweiten Teil dieses Vortrages im Mittelpunkt stehen, auch mit einigen rechtlichen Anmerkungen, fachlichen Hinweisen auf das Thema, was sollte eigentlich in ein Schutzkonzept integriert werden, ein sogenanntes institutionelles Schutzkonzept. Und auch da werde ich wieder ein Fallbeispiel präsentieren, übrigens immer in einer Art und Weise, dass ich Ihnen 2, 3 Minuten Zeit geben möchte, sich selbst ein paar Gedanken zu machen, also eine kleine Nachdenkpause sozusagen und natürlich auch in der Hoffnung, dass dann wir ein Stück in einen interaktiven Austausch kommen. Bitte auch von meiner Seite nochmal der Hinweis, nutzen Sie die Chatfunktion. Es gibt eine Moderation, die das im Blick hat und es macht die Sache natürlich interessanter, wenn Sie sich auch in der einen oder anderen Form hier beteiligen. Ganz zum Schluss übrigens wird es eine Checkliste geben, die Kita als sicherer Ort für Kinder mit einigen Punkten, die ich kurz darstellen möchte. Und ganz am Ende habe ich mir eine Folie vorgenommen, einige Anregungen, Kinderrechte in Krisenzeiten, auch die Schutzrechte, aber nicht nur, wo ich Reformbedarf sehe. Denn Kinder Krisensituationen sind ja immer auch mit Chancen verbunden. Es belastet uns alle, das wissen wir, aber es ist ja schon auch ganz interessant, dass bei großen, auch historischen Einbrüchen, nehmen Sie den Ersten Weltkrieg oder den Zweiten Weltkrieg, wo es ja um Katastrophen ging, oder nehmen Sie den Fall des Eisernen Vorhangs, den Fall der Mauer. Interessanterweise gab es immer im Nachklang auch sehr positive Entwicklungen. Also Krisen sind immer auch mit Chancen verbunden und das mag ja auch für die Corona-Covid-19-Pandemie gelten, dass möglicherweise daraus auch etwas Neues entsteht, was auch mit Verbesserungen verbunden ist. Und das würde ich gerne am Ende ein bisschen
deutlich machen. Zunächst aber ganz aktuell eine Folie. Übrigens auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter hat sich vor wenigen Tagen getroffen und das Thema Kinderschutz in den Mittelpunkt gestellt. Hier sehen Sie eine Folie des Statistischen Bundesamts, ganz aktuell, letzte Woche, vor wenigen Tagen herausgebracht, nämlich die Entwicklung der Gefährdungsmeldungen in Deutschland in den Jahren 2012 bis 2019. Da ist Covid-19, Corona noch nicht berücksichtigt, das ist ja erst 2020. Dazu komme ich dann gleich nochmal. Aber diese Zahlen kann es ja auch noch gar nicht geben, denn das Jahr 2020 ist ja noch gar nicht zu Ende. Sie sehen aber hier schon auf einen Blick, dass es eine ansteigende Kurve gibt. 2012 übrigens das Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes markierend, vor jetzt 8 Jahren mit leichten und dann zum Teil auch etwas stärkeren Anstiegen, vor allem 2017 bis 2019. Von jetzt in absoluten Zahlen 38.000 bis hin zu 55.000 sogenannten Gefährdungsmeldungen, den berühmten Paragraphen 8a-Meldungen. Wobei übrigens bei der Interpretation dieses Anstieges und dieser Zahlen wir immer ein bisschen vorsichtig sein müssen. Es kann sein, dass tatsächlich mehr Kinder gefährdet sind und immer mehr Kinder gefährdet sind in diesem Zeitraum, wie diese Kurve ja nahelegt. Aber es kann auch sein, dass das Meldeverhalten sich verändert hat. Das heißt, dass gar nicht mehr Kinder von Gefährdungen betroffen sind, sondern möglicherweise wir sensibler geworden sind, Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Fachleute. Das wäre ja auch eine mögliche Erklärung dieses Anstieges. Wir müssen also ein bisschen vorsichtig sein mit einer Aussage, den Kindern würde es immer schlechter gehen. Es kann auch in anderen Faktoren liegen, möglicherweise auch in einer Kombination von beiden Entwicklungen. Eine zweite Folie, die ich sehr interessant finde, auch die der Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes jetzt vom 20.11., also ist wirklich ganz aktuell, vor jetzt 4 Tagen herausgegeben. Sie haben nämlich diese 55.000 Meldungen aus dem Jahr 2019, also den jüngsten Veröffentlichungen, mal differenziert nach den Gründen für diese Meldung. Und zwar auch gleich so diese häufigst angegebenen Differenzierungen, nämlich körperliche und seelische Gewalt, Vernachlässigung und eben auch sexuelle Gewalt oder sexualisierte Gewalt. Und hier, das überrascht mich zunächst einmal nicht, weil das eine Zahl ist, die wir seit vielen Jahren kennen, an der Spitze mit deutlichem Abstand die Vernachlässigung. Und zwar häufig übrigens einer Kombination aus körperlicher und seelischer Vernachlässigung. Und hier ist auch interessant, Vernachlässigung betrifft sehr häufig sehr, sehr junge Kinder. Im ersten Lebensjahr, im zweiten, im dritten Lebensjahr, da sind die Peaks, die Spitzen der Statistik jeweils zu finden. Also mit knapp 60% Vernachlässigung an der Spitze. Sie sehen übrigens hier schon, dass es Mehrfachmeldungen, auch Mehrfachnennungen möglich sind. Insgesamt sind es über 100%. Aber es kann ja auch Kombinationen von unterschiedlichen Gefahrenlagen geben. Die psychische Misshandlung, und das ist ein interessanter Aspekt, sind an zweiter Stelle. Das war nämlich nicht immer so, mit 32%, fast ein Dritteljahr. Ich finde das, muss ich sagen, eine erfreuliche Entwicklung, weil ich von ausgehe, dass hier nicht wesentlich die Zunahme von seelischen Misshandlungen eine Rolle spielt, sondern eher die Sensibilität dafür. Früher hatten viele Fachkräfte das einfach gar nicht so auf dem Schirm, dass beispielsweise das Miterleben von häuslicher Gewalt, also wenn Elternteile beispielsweise sich wehtun, dass das für ein Kind nicht nur eine psychische Belastung, sondern auch eine Form der Misshandlung oder zumindest der Gefährdung sein kann. Natürlich hängt es immer vom Einzelfall ab. Insofern finde ich, jetzt abgesehen davon, dass es natürlich betrüblich ist, dass viele Kinder das erleben müssen, aber erfreulich, dass es hier offensichtlich eine zunehmende Sensibilität auch für psychische Misshandlung gibt oder um andere Formen hier auch einmal in den Blick zu rücken. Es gibt auch manchmal nach Trennung und Scheidung von Eltern, die jetzt nicht immer auf dem Rücken des Kindes ablaufen müssen, aber manchmal doch sehr gravierend, vor allem die sogenannten hochstrittigen Trennungs- und Scheidungsfälle, wo tatsächlich der Elternstreit so sehr auf dem Rücken des Kindes ausgetragen wird, dass man von einer psychischen Misshandlung oder auch einer psychischen Kindeswohlgefährdung sprechen muss. Also auch das kann sich hinter dieser Zahl 32% unter anderem verbergen. Die physischen Misshandlungen,
Das mag nicht überraschen. Die sind übrigens im langjährigen Vergleich glücklicherweise etwas zurückgegangen, also gerade auch prozentual an der Anzahl der gesamten Meldungen. Das hängt offensichtlich mit dem Recht auf gewaltfreie Erziehung vor 20 Jahren zusammen. Jedes Elternteil in Deutschland oder fast jedes Elternteil weiß, dass Schlagen verboten ist. Die meisten Eltern geben sich ja auch große Mühe, das einzuhalten. Viele schaffen es leider nicht. Aber insgesamt gibt es hier sogar einen positiven Trend. Die körperlichen Misshandlungen nehmen im langzeitlichen Vergleich leicht ab. Sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt mit 5%, das klingt vielleicht erstmal nicht so viel, aber so auf die Gesamtzahl bezogen, wir haben so ein paar Häufigkeitsdaten, ist immerhin, das sind die Zahlen, die der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Herr Röhrig, ziemlich gut evidenzbasiert, entsprechende Studien gibt es, darstellen kann, hat ungefähr 5-7%, manche sagen bis zu 10% der Mädchen und etwa 3-4% der Jungen im gesamten Kindheitsalter, also bis 18 Jahre, sexuelle Missbrauchserfahrungen gemacht, also mit Körperkontakt, sogenannte Hands-on-Taten, nicht jetzt nur sexuelle Anmache oder Belästigung, sondern tatsächlich mit Körperkontakt. Und das ist schon auch eine ganze Menge. Wenn man es beispielsweise auf eine Schulklasse bezieht, dann geht Herr Röhrig davon aus, dass in jeder Schulklasse statistisch betrachtet 1-2 Kinder sexuelle Missbrauchserfahrungen haben. Das ist doch sehr viel, wenn man es sich mal so vor Augen führt. Ja, bisher waren die Zahlen ja auf bis 2019 begrenzt und ich habe ja angekündigt, auch ein bisschen was zu Corona und der aktuellen Pandemie zu sagen. Da kann ich natürlich noch keine wirklich gesicherten Zahlen darstellen, weil viele Studien erst angelaufen sind und wir schlichtweg das Jahr 2020 ja auch noch gar nicht beendet haben. Aber wenn man sich einmal die Studien, die schon vorliegen, anschaut, dann, ich habe es oben in der Überschrift formuliert, haben wir sehr widersprüchliche Berichte und auch eine noch ziemlich unklare Datenlage. Ein paar Dinge aber will ich doch schon nennen. Der erste Spiegelpunkt legt dar, dass es tatsächlich, wenn man sich die Monatszahlen ansieht, also März, April und so weiter bis heute, keine Zunahme der Gefährdungsmeldungen gibt. Also im Vergleich jetzt zum Vorjahr. In einigen Monaten sogar eine rückläufige Entwicklung. Wir müssen aber auch hier mit der Interpretation sehr vorsichtig sein. Es kann ja einfach auch sein, dass die Einrichtungen, die erheblich daran beteiligt sind, eine Gefährdung zu melden, gar nicht aktiv gewesen sind. Also Kitas und Schulen waren ja zum Teil geschlossen oder zurzeit erleben wir Teilschließungen oder Wechselunterricht und Ähnliches. Das heißt, es könnte auch damit zusammenhängen, dieser Rückgang der Gefährdungsmeldungen, dass hier die Fachkräfte gar nicht in der Lage waren, Kinder so im Blick zu haben. Es kann aber natürlich, das ist eine Frage der Interpretation, die wir durch weitere Studien natürlich herausbekommen sollten, es könnte auch sein, auch diese These gibt es, das sehen Sie übrigens in dem vierten Spiegelpunkt als Fragezeichen auch, es könnte auch sein, dass tatsächlich die Familien in der Krise erst einmal zusammengehalten haben. Krisen schweißen ja auch zusammen, möglicherweise sich auch, ich sage es mal ein bisschen flapsig, zusammengerissen haben. Also nicht eben so viel Gewalt stattgefunden hat zwischen den Familienmitgliedern. Das ist auch möglich oder in einem Teil der Familien möglich. Und das aber erwarten lässt, dass je länger eine solche Krise läuft, vielleicht dann auch irgendwann diese Möglichkeit nicht mehr zur Verfügung steht, sich zusammenzureißen, in Anführungszeichen. Das heißt, es könnte sein, dass wir so eine Art Verzögerungseffekt haben und nach einigen Monaten, jetzt gerade so in der Winterzeit oder im nächsten Frühjahr, möglicherweise diese Gefährdung oder auch die Gefährdungsmeldungen dann wieder stark anziehen. Also wir wissen es nicht genau. Es gibt eine unklare Datenlage und widersprüchliche Berichte. Interessant ist vielleicht noch der zweite Spiegelpunkt, der aber nicht überraschen kann, dass wir zwar eine Abnahme der Gefährdungsmeldung haben in den letzten Monaten, aber eine Zunahme der Beratung am Telefon und übrigens auch am Chat. Das heißt, es ist ja klar, wenn physisch auch viele Einrichtungen gar nicht mehr in der Lage sind, Kinder zu empfangen und Gespräche in Präsenz zu führen, dann nimmt natürlich die Bedeutung der telefonischen Beratung, auch der Chat-Internet-Beratung zu. Das kann man auch darstellen. Die Nummer gegen Kummer und auch andere Notlinien, also Helplines, wurden stärker in Anspruch genommen als in den Jahren zuvor.
Auch der dritte Punkt ist ganz interessant. Es gibt in Deutschland ja seit einigen wenigen Jahren eine medizinische Kinderschutz-Hotline, also für Angehörige der Gesundheitsberufe, Ärztinnen und Ärzte natürlich, aber auch Pflegeberufe und so weiter. Auch sie haben ja gerade mit den besonders schweren Misshandlungen häufig zu tun. Und da gab es tatsächlich einen zum Teil sogar sehr deutlichen Anstieg der Inanspruchnahme dieser medizinischen Hotline. Also der Bedarf an fachlicher Beratung, Konsultation, Austausch ist offensichtlich gestiegen. Hier in dem nächsten Spiegelpunkt nochmals diese Fragen, die sich mir stellen. Gibt es eine Zunahme des Dunkelfelds, wenn es eine Abnahme des Hellfeldes, also weniger Gefährdungsmeldung? Das wäre eine Möglichkeit, dass sich also mehr im Verborgenen abspielt und wir vieles da noch gar nicht so auf dem Schirm haben können, leider. Also dass es ein stilles Leid gibt, was noch gar nicht bekannt ist. Es könnte aber auch tatsächlich sein, dass die Meldungen abgenommen haben und weil es eben weniger auch Kontrolle durch soziale, durch pädagogische Einrichtungen gibt. Es könnte diesen von mir schon geschilderten Verzögerungseffekt geben, also dass sich da auch eine Welle aufstaut, die vielleicht dann erst im folgenden Jahr richtig sichtbar wird. Und es gäbe noch eine vierte Hypothese, die ich dort formuliert habe. Es könnte auch sein, und dafür gibt es durchaus einige Anhaltspunkte, dass wir die Formen von Belastung, unter denen Kinder zu leiden haben, sich verändert haben. Vielleicht weniger externalisierende, mehr internalisierende Formen von Gewalt. Zum Beispiel, dass Suizidversuche oder vollendete Suizide zunehmen. Das ist ja eher nach innen gerichtet, auf sich selbst gerichtet. Dass Drogenmissbrauch auch schon bei Kindern und Jugendlichen zugenommen haben könnten, das sind ja nur Hypothesen, oder auch generell, dafür gibt es durchaus schon erste Belege, dass Ängste, massive Ängste, ja auch eher nach innen gerichtete Symptomatiken und Depressionen oder depressive Verstimmungen zugenommen haben. Also zahlreiche offene Fragen, auf die auch ich keine Antwort geben kann. Wir stehen ja noch mittendrin in dieser Pandemie und auch die entsprechenden Forschungen können eben uns noch keine genauere Auskunft geben. Ja, die nächste Folie, die ich Ihnen zeigen möchte, bezieht sich auf Belastungen von Kindern während der Covid-19-Pandemie. Sie haben natürlich dann auch alle mit Kinderschutzfragen zu tun, weil je belasteter Kinder sind, natürlich auch ihre Eltern sind oder andere, die mit den Kindern zu tun haben, desto gefährdeter sind Kinder auch hier Opfer von Gewalt in der einen oder anderen Form zu werden. Herr Professor Maywald, darf ich ganz kurz etwas ergänzen? Holger, vielleicht magst du ganz kurz meine Kachel einblenden, weil wir hatten ja besprochen, dass Sie es auch ganz schön finden, wenn etwas aus dem Chat auch direkt angewendet wird und weil das jetzt eigentlich sehr gut passt. Hier sind nämlich zwei Bemerkungen im Chat. Einmal wird geschrieben, dass es eben auch schon erste Ergebnisse gibt, zum Beispiel von der TU München, in der eben auch nochmal gesagt wird, dass in 6,5% der Haushalte Kinder gewalttätig bestraft worden sind. Und auch nochmal der Hinweis darauf, dass eben diese These der rückläufigen Fälle nochmal, also auch auf die, also auch überprüft werden muss. Das hatten Sie ja eben auch gesagt. Das ist eigentlich, finde ich, eine gute Ergänzung nochmal zu dem, was Sie gesagt haben. Und auch nochmal der Wunsch, dass da mehr geforscht wird. Darauf haben Sie ja eben auch hingewiesen. Und dann kommt noch eine Ergänzung, ich lese das mal eben vor. Ergänzend zum Angebot der medizinischen Hotline müssen die Jugendämter die Beratung gemäß § 4 KKG und 8 BSGB 8 für Fachkräfte und Berufsgeheimnisträgerinnen anbieten. Auch hier hat die Anzahl der Gefährdungseinschätzungen zugenommen. Okay. Vielen Dank für diese Ergänzungen. Wir sind ja mittendrin, hier auch Forschungsergebnisse zusammenzutragen. Und danke, wenn es hier schon erste Ergebnisse geben mag. Ja, ich komme nochmal zu diesen Belastungen, unter denen Kinder leiden müssen. Also natürlich muss ich loslegen mit der Erkrankung von Angehörigen, die ja auch Kinder mitbekommen können, ob das nun Elternteile sind oder ob das Großelternteile sind. Das belastet Kinder natürlich in enormer Art und Weise. Dann aber auch die Angst vor Ansteckung, sowohl auf sich selbst bezogen, aber auch die Angst, andere anzustecken, die bei Kindern sehr stark vorhanden sein kann. Ich will Ihnen mal ein bisschen ein anekdotisches Beispiel geben, eine Beobachtung, die ich vor 2-3 Wochen in einem Bus gemacht habe. Vor mir saßen 3-4 Mädchen, etwa so im Grundschulalter, und sie unterhielten sich, was sie denn jetzt machen würden am Nachmittag, und eine schlug vor, ob wir nicht zu einer der 3 nach Hause gehen könnten. Und ich fand es sehr interessant, dann hat dieses Mädchen, um deren Haushalt, deren Zuhause es dann gegangen ist, gesagt, wenn mein Papa
Corona bekommen, sagte sie, dann ist er eh tot. Und es zeigt, finde ich, in dieser Aussage, wie besorgt Kinder sein können. Wie sehr sie sich das zu Herzen nehmen, was sie ja überall hören. Ihr könnt die Älteren anstecken. Und wie sehr belastend das auch für Kinder ist. Ich glaube, dass auch in den Medien wir diese kindbezogenen Ängste oft noch viel zu wenig im Blick haben. Und das kann natürlich für Kinder auch sehr bedrückend sein. Natürlich eine dritte Belastung, die Sie dort sehen, die Distanz, die notwendige, die physische Distanz von Angehörigen, von Freundinnen und Freunden, insbesondere natürlich, wenn es um Quarantäne geht, aber auch überhaupt schon aus präventiven Gründen haben ja viele Kinder ihre Großeltern beispielsweise monatelang nicht gesehen oder auch andere, zu denen sie sonst gefahren werden mit Zug oder Auto. Das macht natürlich auch etwas und führt zu Belastungen bei den Kindern. Dann selbstverständlich die Bildungsgelegenheiten, die stark, gerade im Frühjahr und auch heute wieder, doch erheblich eingeschränkt sind. Die Teilschließung oder auch Totalschließung während bestimmter Zeiten von Kitas und Schulen. Das natürlich vor allem mit der Folge, dass wir eine enorme Spaltung erwarten müssen. Das heißt, dass manche Kinder damit relativ gut zurechtkommen, sogar manche es genossen haben, mal mehr Zeit mit Eltern zu verbringen. Auch dieses Gute im Schlechten sozusagen, diese Phänomene haben wir auch kennengelernt. Aber bei vielen eben auch das Gegenteil eingetreten ist, dass sie völlig abgekoppelt waren, zum Beispiel, weil sie keine digitalen Zugänge zu den entsprechenden Angeboten hatten. Also wir müssen damit rechnen, dass wir eine zunehmende Spaltung, sowohl was Bildung, aber auch was Gesundheit, vor allem auch seelische Gesundheit betrifft, unter den Kindern erwarten können. Ein weiterer Punkt, den ich bewusst in einem Extrapunkt gesetzt habe, weil nach meiner Beobachtung Kinder dann vor allem in der Politik aufscheinen, wenn sie als Schülerinnen und Schüler auftauchen. Gewissermaßen als zu Bildende, in gewisser Hinsicht als Objekte auch, denen etwas hineingestopft werden muss. Das beginnt schon in der Kita als Bildungseinrichtung. Und Kinder sind nicht Objekte, sie sind Subjekte mit eigenen Bedürfnissen und Rechten. Und mir ist sehr wichtig auch hier auf die Einschränkung von Freizeitmöglichkeiten, weil Kindsein heißt eben auch spielen, vor allem ja spielen. Und natürlich sich bewegen, sich auszudrücken, sich kreativ auszudrücken. Und da gab es massive und gibt es ja auch noch massive Einschränkungen. Die Spielplätze sind zwar inzwischen wieder geöffnet, sie waren auch, man muss ja immer wieder daran erinnern, ja auch wochenlang geschlossen. Aber was auch heute noch kaum nutzbar ist, sind die Sportvereine, die Musikschulen, die Theater, die Schwimmbäder und ich könnte noch manches andere nennen. Und ich glaube, aus Kindersicht eine gravierende Einschränkung, mit denen sie leben müssen. Natürlich auch die indirekten Wirkungen, die auf Kinder einen Einfluss haben. Das heißt, die wirtschaftlichen Einbußen. Wir haben Hunderttausende von Eltern, die in Kurzarbeit sind. Das macht sich natürlich auf Kinder auch bemerkbar. Sei es, dass sie sich manches nicht mehr leisten können oder einfach auch die Ängste der Eltern merken. Diesbezüglich bei den Selbstständigen ist es wirklich häufig die Existenzbedrohung. Es geht ja um die kleinen Selbstständigen, eben den Kioskbesitzer oder den Musiker, der eben oder die eben im Moment kaum mehr Möglichkeiten hat, aufzutreten. Auch die Corona-bezogenen Hilfen gleichen ja hier nur einen ganz kleinen Bereich aus. Und das wirkt sich natürlich auch auf Kinder aus. Natürlich haben Kinder auch ein Gespür für insgesamt allgemeine Zukunft- und Existenzängste, die ja auch gesellschaftlich diskutiert werden und unter denen Kinder natürlich auch zu leiden haben. Soweit mal eine kleine Auflösung. Das ist das Gebäude der Kinderrechte, was manche kennen mögen. Ich will es vor allem unter dem Aspekt des Kinderschutzes, das ja heute unser Thema darstellen. Und vor allem wichtig ist mir, dass Sie, wenn Sie diese drei mittleren grünen Bereiche einmal vor Augen nehmen, dass zum einen Schutz, Förderung und Beteiligung, die drei großen kinderrechtlichen Säulen, sehr eng miteinander zusammenhängen. Ich würde die These aufstellen, Kinderschutz braucht Beteiligung, Kinderschutz braucht Förderung. Partizipation auch. Umgekehrt aber übrigens auch Partizipation braucht Kinderschutz. Also es ist sehr eng dieser Zusammenhang. Ich will das nachher übrigens nochmal ein bisschen erläutern. Und auch ein zweiter Punkt ist, dass hier, wenn Sie links sich den Schutzbereich anschauen, also die Schutzrechte, es keineswegs nur um Gewaltschutz geht. Und ich habe ja schon angekündigt, ein erweitertes Kinderschutzverständnis hier auch darzustellen. Sie sehen ja schon an der Anzahl der Artikel,
Gewaltschutz ist in Artikel 19 und Artikel 34 der Kinderrechtskonvention enthalten, aber es gibt viele weitere Artikel und zum Kinderschutz gehört eben auch Unfallschutz, Gesundheitsschutz ist ja auch Kinderschutz, im Moment natürlich sehr aktuell, aber auch Privatsphäre-Schutz ist Kinderschutz, gerade auch in der Kita sehr wichtig. Die Frage, welche Fotos dürfen Sie eigentlich auf einer Website posten, der Kita, das hat ja auch mit Privatsphärerechten des Kindes zu tun oder auch, dass ein Kind eben nicht von jeder Person gewickelt werden möchte oder eine Toilettentür eben auch mal zumachen können möchte. Das hat ja auch mit dem Recht des Kindes auf Privatsphäre zu tun. Und übrigens, ich will jetzt nicht alle Schutzrechte erläutern, aber eines muss ich noch nennen. Das wichtigste Kinderschutzrecht nach Auffassung des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes ist in Artikel 2 der Kinderrechtskonvention enthalten, ein fundamentales Schutzrecht von Kindern, nämlich das Recht jedes Kindes auf Schutz vor jeder Form von Diskriminierung. Diskriminierungsschutz ist ja auch Kinderschutz. Und es gibt hier übrigens auch viele Bezüge auch zu Gewaltschutz, nehmen Sie rassistische Diskriminierung, die es ja auch in Kitas gibt, sei es durch Fachkräfte oder sei es durch Eltern, dass Kinder rassistisch oder auch Eltern rassistisch beleidigt werden. Da gibt es ja enge Verbindungen zu Gewaltschutz im Sinne der seelischen Gewalt, aber eben auch Diskriminierungsschutz, der hier nicht eingehalten wird. Eine weitere letzte kurze Anmerkung möchte ich zu dem Dach dieses Gebäudes nennen. Der berühmte Vorrang des Kindeswohls bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, ist das Wohl des Kindes ein vorrangig zu berücksichtigen Gesichtspunkt, der nach Auffassung des UN-Ausschusses wichtigste Artikel in der Kinderrechtskonvention, dass die Interessen, die besten Interessen des Kindes, wie es im Englischen heißt, best interests of the child, vorrangig zu berücksichtigen sind, jedenfalls als ein vorrangig zu berücksichtigender Gesichtspunkt. Ganz nebenbei, ist nicht jetzt unser Thema, aber im Moment wird ja darüber verhandelt, ob Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden. Das steht im Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Und da ist eines der Streitpunkte, ob dieser Vorrang des Kindeswohls auch in unsere Verfassung kommt, aus meiner Sicht ein unbedingt notwendiger Schritt, weil es eben hier um das wichtigste Recht von Kindern überhaupt geht. Übrigens Kindeswohl immer auch mit kindlichem Willen, mit der Beteiligung des Kindes verbunden, weil auch hier der UN-Kinderrechtsausschuss eine klare Position hat, keine Bestimmung des Kindeswohls ohne Berücksichtigung, angemessene Berücksichtigung der Sichtweise des Kindes selbst. Und ganz unten übrigens als kleiner Hinweis noch der Artikel 42, den ich sehr wichtig finde, auch gerade für Kitas, für alle pädagogischen Einrichtungen. Kinder haben das Recht, ihre Rechte zu kennen. Weil Recht haben und Recht bekommen ist ja zweierlei. Und dazwischen liegt nochmal die Ebene des Rechte-Kennens. Wir wissen, dass ein Kind das weiß, dass es nicht gehauen werden darf. Das ist ja auch eine Frage der Bildung, der Förderung, der Information. Und was die Erfahrung macht, dass es gehört wird, dass es dann, wenn es sich äußert, sprachlich oder auch nicht sprachlich, dass es Konsequenzen hat, dass es etwas bewirkt mit seinen Äußerungen, das ist ja ein Partizipationsrecht, dass das allein schon, also Förderung und Beteiligung, den Schutz von Kindern erhöht. Hier nochmal, Schutz braucht Beteiligung, Beteiligung braucht Schutz. Denn auch vielleicht dazu noch eine Anmerkung. Partizipation ist im Moment ja das Megathema in der Pädagogik und wir müssen aufpassen, die Schutzrechte bei Beteiligung nicht zu vergessen. Denn allein schon die Tatsache, ob ein Kind sich beteiligt, das steht ja im Belieben des Kindes. Das ist ja keine Pflicht, das ist ein Recht des Kindes. Wir sollten Kinder nicht drängeln, sich zu beteiligen, beispielsweise im Morgenkreis und so weiter. Ja, soweit hier diese berühmten Prinzipien des Kinderrechtsansatzes, die ich aber auch nur ganz kurz, weil ich gleich auch zu den Folien Kinderschutz bezogen kommen möchte. Aber doch hier vorweg schon mal diese Unteilbarkeit der Rechte. Wie gesagt, Schutz, Förderung, Beteiligung hängt untrennbar miteinander zusammen. Dann natürlich diese Universalität, also weltweit. Wir haben einen globalen Menschen- und Kinderrechtsstandard inzwischen erreicht. Übrigens fast alle Länder betreffen. Sie können eben heute auch sagen, eine Familie, die aus der Ukraine kommt oder aus Chile, dass das Land, aus dem sie kommen, sich zur Verwirklichung der Kinderrechtskonvention bekannt hat. Alle Staaten der Welt mit einer einzigen Ausnahme, nämlich die USA, haben die Kinderrechtskonvention ratifiziert. Für die, die es genau wissen wollen, in Deutschland ist sie geltendes Recht seit 2010, als die Bundesregierung die Vorbehaltserklärung zurückgenommen hat, gilt sie im Rang eines einfachen Bundesgesetzes, also genauso wie das BGB oder das SGB VIII, das Kinder- und Jugendhilfegesetz, gilt auch die Kinderrechtskonvention, was viele, auch manche Juristinnen und Juristen leider nicht wissen.
Ja, dann diese vier allgemeinen Prinzipien, sogenannte Querschnittsrechte, Nichtdiskriminierung, Kindeswohlvorrang, bestmögliche Entwicklung und auch die Beteiligung des Kindes gelten als sogenannte Querschnittsrechte. Und unten diese beiden Spiegelpunkte, dass Kinder die Rechtsträger, wir die Verantwortungsträger sind. Da würde ich doch nochmal gerne eine Sache anmerken wollen, jetzt gerade im pädagogischen Bereich. Sie kennen wahrscheinlich alle dieses pädagogische Motto, Kindern auf Augenhöhe begegnen. Das ist ja schon ein geflügeltes Wort heute schon. Beinahe. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Prinzip, weil auf Augenhöhe heißt ja, Kindern als Menschen, als gleichwertigen Menschen zu begegnen. Das Kind ist ein Mensch, wir als Erwachsene oder ich als Erwachsener bin ein Mensch, wir begegnen uns von gleich zu gleich, von Mensch zu Mensch. Andererseits aber, aus meiner Sicht, reicht das so eben auch noch nicht aus, müssen wir auch aufpassen, Kinder nicht als kleine Erwachsene zu sehen. Und uns immer deutlich werden, deutlich sein in einer Begegnung mit einem Kind, ich bin kein Kind. Das Kind vor mir oder mir gegenüber ist kein Erwachsener. Ich habe eine Verantwortung für dieses Kind. Dieses Kind hat nicht die gleiche Verantwortung für mich. Es geht nicht um ein partnerschaftliches Verständnis. Übrigens gerade beim Thema sexueller Missbrauch ein sehr wichtiger Punkt. Das heißt, auch dann, wenn ein Kind in Anführungszeichen mitmacht oder in Anführungszeichen einverstanden ist, das ist ja das Argument mancher pädophilen Foren. Ja, manche Kinder wollen das und machen doch mit. Dennoch, und das ist ja auch eine historische und kinderrechtliche Errungenschaft, auch wenn Kinder hier mitmachen, in Anführungszeichen, ist das selbstverständlich schwerer sexueller Missbrauch. Und insoweit eben, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Wir sind Verantwortungsträger für die Kinderrechte. Wir können es nicht den Kindern aufhalsen. Also diese Gleichheit und Verschiedenheit ist, glaube ich, eines der zentralen Punkte. Und wenn ich gefragt werde, sind Kinder und Erwachsene eigentlich gleich oder verschieden? Dann wäre meine Antwort, sie sind gleich und verschieden. Gerade in dieser Ambivalenz von Gleichheit und Verschiedenheit wird das Erwachsenen-Kind-Verhältnis besonders deutlich. Und unsere Aufgabe auch als Fachkräfte ist es, genau diese Balancierung von auf Augenhöhe, aber auch Verantwortung für Kinder zu übernehmen. Und das kommt ja später dann in vielen auch Einzelentscheidungen zum Ausdruck. Wann geht es um Selbstbestimmung des Kindes? Wann können Kinder alleine entscheiden, ohne dass wir überhaupt etwas hier reinzureden haben? Wann geht es um Partizipation, wann also um Mitbestimmung, um Mitentscheidung, um Anhörung des Kindes und wann aber auch müssen wir Kindern Nein sagen? Aber natürlich nicht, weil wir jetzt die Mächtigeren sind, die wir übrigens sind. Es ist immer auch ein Machtverhältnis, sondern deshalb, weil wir eine Verantwortung für die Verwirklichung der Kinderrechte haben. Also das ist ja nicht eine Theorie. Nehmen Sie einen sexuell missbrauchten Jungen oder ein sexuell missbrauchtes Mädchen, was zu dem Missbraucher zurück will. Das ist nicht, kommt nicht selten vor. Aufgrund gewachsener Bindungen gibt es diesen Wunsch mancher Kinder. Und dann aber in der Abwägung Wille des Kindes, aber auch Recht auf Schutz vor Gewalt, gibt es natürlich viele Situationen, wo wir Kindern sagen müssen, das können wir dir nicht erlauben. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass du dort zurück möchtest, wo du die ersten Jahre gelebt und aufgewachsen bist. Aber wir haben eine Verantwortung für eben die Verwirklichung deiner Schutzrechte. In der Abwägung müssen wir dir sagen, dass das nicht möglich ist. Und manchmal sind diese Abwägungen klar, sie sind manchmal aber auch sehr, sehr schwierig. Das macht ja gerade das Interessante eben von Kinderrechtsentscheidungen aus, wo es meistens ja um unterschiedliche Rechte geht, die in eine Balance zueinander gebracht werden müssen. Ganz kurz nur, aber wirklich nur an einigen wenigen Punkten dargestellt, welche enormen Veränderungen wir international, aber auch auf Deutschland bezogen haben. Nur ein Hinweis, das Weitere will ich gar nicht erläutern. Aber wenn Sie allein die rechtliche Formulierung des Eltern-Kind-Verhältnisses sich anschauen, so hieß es bis 1980 im BGB elterliche Gewalt. Das Eltern-Kind-Verhältnis war als Gewaltverhältnis rechtlich ausgestattet. Seitdem heißt es elterliche Sorge, das ist der aktuelle Begriff. Aber, ganz interessant, das ist auch nicht mehr der Up-to-Date-Begriff. Der UN-Kinderrechtsausschuss hat die Bundesregierung 2014 aufgefordert, den Begriff der elterlichen Sorge aufzugeben. Warum? Einerseits steht es nicht so in der Kinderrechtskonvention. Dort ist nämlich von Parental Responsibility die Rede, also von Elternverantwortung. Das ist ein erstmal formales Argument, dass da also ein anderer Begriff verwendet wird und Verantwortung man ja immer jemand gegenüber hat, der oder die selbst Rechtsträger ist. Das inhaltliche Argument ist, dass elterliche Sorge die Kinder immer noch in einem Objektstatus halten kann, wie man für seinen Blumentopf sorgt oder für sein Haustier. Es aber ja selbst um Rechtssubjekte geht, deswegen trifft es
der Begriff der elterlichen Verantwortung deutlich besser. Ganz nebenbei, das Bundesverfassungsgericht in den neuen Urteilen Kinder betreffend verwendet zunehmend nicht mehr den Begriff der elterlichen Sorge, sondern den der Elternverantwortung. Ja, vielleicht noch hier der Hinweis, ein Durchbruch war natürlich neben der Kinderrechtskonvention dann aber auch ganz besonders das Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung im Jahr 2000. Man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Es ist super formuliert, weil es aus Sicht des Kindes formuliert ist. Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung, sowas von eindeutig formuliert. Und dann den zweiten Satz, den ich auch sehr wichtig finde, körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Das hat eine Menge in Gang gesetzt. Nochmal, fast alle Eltern in Deutschland wissen inzwischen, dass es dieses Recht gibt und dass, wenn sie ein Kind Gewalt antun, das nicht in Ordnung ist und auch Konsequenzen haben kann. So, jetzt komme ich zu einer Folie, die nochmal im engeren Sinn, ich mache die Linse jetzt wieder etwas kleiner, den Kinderschutz in den Blick nimmt. Und zwar, dass wir heute nicht mehr nur ein enges Verständnis von Kinderschutz haben, nämlich auf den intervenierenden Kinderschutz beziehen. Das ist das traditionelle Verständnis, also Kindeswohlgefährdung. Und dann, wenn der Staat berechtigt und verpflichtet ist, notfalls in Elternrechte einzugreifen, spätestens seit 2012, seit dem Bundeskinderschutzgesetz, haben wir ein erweitertes Verständnis, nämlich den präventiven Kinderschutz auch einbeziehend, vor allem auch die frühen Hilfen, die hier eine Rolle spielen. Das ist aktueller Stand. Die beiden weiteren Spiegelpunkte sind eher Zukunftsvision. Ich würde meinen, dass in 10, in 15 Jahren wir erneut ein erweitertes Kinderschutzverständnis haben werden, nämlich ein kinderrechtsbasiertes Kinderschutzverständnis. Alle Kinderschutzrechte würden dann dem Kinderschutz zugeordnet werden, die jetzt nicht nochmal erwähnen, das sind einige wichtige genannt. Und ein noch weiteres Verständnis, sehr zukunftsbezogen, wäre ein Kinderrechtsschutzverständnis. Dabei würde es ja dann um den Schutz sämtlicher Kinderrechte gehen und es würde Rechnung getragen der Erkenntnis, dass Schutzforderung und Beteiligung eben sehr eng miteinander verbunden sind. Hier eine Folie, die ich dem NZFH, dem Nationalen Zentrum Frühe Hilfen, entnommen habe, die nochmal deutlich macht, dass heutzutage Kinderschutz in einem erweiterten Verständnis so verstanden wird, dass alle Familien, alle Eltern in einer gewissen, manche wenig, manche mehr, manche sehr viel, Unterstützung, auch öffentliche Unterstützung beim Erziehen, bei der Beziehungsgestaltung mit ihren Kindern benötigen. Dass Kinderschutz eben nicht mehr nur eine Sache der sogenannten Problemfamilien ist. Wir haben tendenziell verunsicherte Eltern, eine Mehrheit, die vielleicht nur einen Internetlink benötigen, die vielleicht die Vermittlung von Gleichgesinnten in einer Selbsthilfegruppe in Anspruch nehmen wollen. Wir haben etwas belastetere Familien, bei denen übrigens die frühen Hilfen besonders wirksam sind. Wir haben deutlich belastete Familien, wo es vielleicht schon um Hilfen zur Erziehung gehen kann, die ja auch noch im Vorfeld von Gefährdungen angesiedelt sind und ungefähr in jeder Tausendsten, also 0,1% ist ja ein Tausendstel Familie oder bei jedem Tausendsten Kind geht es tatsächlich dann auch um eine Gefährdungsfrage. Aber hier nochmal, Kinderschutz bezieht sich eben heutzutage nicht mehr nur auf diese Tausendstel, sondern in einem modernen, präventiven Verständnis oder sogar kinderrechtsbasierten Verständnis letztlich auf alle Familien. Mir ist auch noch wichtig, deutlich zu machen, dass wir unseren verengten Blick allein auf die Eltern oder auf das familiäre Umfeld ein bisschen erweitern sollten. Auch Fachkräfte können Gewalt gegen Kinder ausüben oder deutliches Fehlverhalten zeigen. Es kann Übergriffe unter Kindern geben und natürlich auch fremde Personen. Hier übrigens bei diesen jeweils genannten unterschiedlichen Personengruppen sind auch die Eingriffsschwellen unterschiedlich. Im familiären Bereich ist es der Begriff Kindeswohlgefährdung, wie auch gesetzlich verankert ist. Wenn es um Fachkräfte geht, erwarten wir mehr. Wenn ich mein Kind in einer Kita gebe, dann erwarte ich ja nicht nur, dass die Fachkräfte dort das Wohl meines Kindes nicht gefährden. Das sowieso erwarte ich. Aber viel mehr. Es geht um Ausgebildete, es geht um Profis. Das heißt, da ist übrigens auch rechtlich, und das findet sich übrigens in § 47 SGB VIII, der Begriff der Kindeswohlbeeinträchtigung. Ich will mal so ein kleines Beispiel, damit Sie die Unterschiedlichkeit hier vor Augen haben. Wenn eine Mutter oder ein Vater einem Kind einen kleinen Klaps auf den Po gibt, und Sie beobachten das vielleicht, dann ist es natürlich keine gewaltfreie Erziehung, es ist überhaupt keine Erziehung. Natürlich sollten Sie auch Eltern darauf ansprechen, dass sie vielleicht
dass es hier möglicherweise um Überforderungen gehen könnte, dass es auch Hilfsmöglichkeiten gibt. Aber wenn die Eltern sagen, das interessiert mich alles nicht und sie haben hier sich gar nicht einzumischen, und mal angenommen, sie würden das nun einem Familiengericht gegenüber deutlich machen, kein Familiengericht in Deutschland würde einen kleinen Klaps auf den Po als Kindeswohlgefährdung einordnen. Das heißt, die Schwelle ist sehr hoch Eltern gegenüber. Da muss, wie es ja in der Definition dann heißt, eine nachhaltige, erhebliche Schädigung zu erwarten sein, was bei einem kleinen Klaps auf den Po glücklicherweise nicht der Fall ist. Es wäre keine Kindeswohlgefährdung. Allerdings natürlich keine gewaltfreie Erziehung. Nehmen Sie aber mal an, eine Fachkraft gibt einen kleinen Klaps auf den Po oder eine leichte Ohrfeige. Dann sehe die Sache anders aus. Es wäre auch keine Kindeswohlgefährdung, übrigens glücklicherweise natürlich hier genauso wenig wie durch Eltern, aber es wäre eine Kindeswohlbeeinträchtigung und kann sogar im Einzelfall meldepflichtig sein. Auf jeden Fall müsste es Konsequenzen haben. Im Einzelfall kann es sogar arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. Also was ich damit sagen möchte, dass die Eingriffsschwelle, wenn es um Fachkräfte geht, deutlich niedriger ist als die, wenn es um Eltern geht, beziehungsweise um den familiären Bereich. Hier ist es übrigens nochmal in einer Grafik dargestellt, dass auch die Rechtsgrundlagen jeweils unterschiedlich sind und eben auch die damit verbundenen Eingriffsschwellen. Ich glaube, dass ich diese Folie eher nur in einem Punkt, das sind so die wesentlichen rechtlichen Bestimmungen, Rahmenbedingungen in Deutschland, ich kann und will und muss, glaube ich, auch gar nicht das im Einzelnen erläutern, vielleicht nur ein paar wenige Anmerkungen, insbesondere zu dem zweiten Block. Also oben ist klar, wir haben sehr starke Elternrechte, wir haben bisher keine Kinderrechte im Grundgesetz, aber klar ist auch, Kinder gehören nicht den Eltern. Es ist kein Besitzrecht, das Elternrecht oder die Elternverantwortung ist also das Kindeswohl gebunden. Wir haben das Wächteramt und wir haben das Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung. Darauf folgt natürlich eine Schutzpflicht Eltern gegenüber bei Gefährdung des Kindeswohls. Wir haben keine Anzeigepflicht in Deutschland, auch keine allgemeine Meldepflicht, sondern nur eine spezielle Meldepflicht unter bestimmten Bedingungen, übrigens aus Opferschutzgründen. Ich habe, glaube ich, leider nicht die Zeit, das auszuführen. Eine sehr spannende Diskussion am Rundtisch der Bundesregierung gegen sexuellen Kindesmissbrauch gewesen, ob wir nicht eine allgemeine Meldepflicht, zumindest bei sexuellem Missbrauch durch Fachkräfte, haben sollten oder eine Anzeigepflicht. Wir haben sie nicht. Übrigens gerade die Opferschutzverbände haben sich dagegen ausgesprochen, aus Opferschutzgründen, weil vielleicht das doch noch, und dann verlasse ich diesen Punkt, weil die Befürchtung besteht, dass dann eben auch Opfer sich strafbar machen würden. Denn nehmen Sie mal an, Sie haben eine 15-Jährige, die sexuell missbraucht worden ist, was schon schlimm genug ist, und dann noch aus irgendeinem Grund nicht anzeigt. Es gibt immer wieder diese Fälle. Es gibt Fälle, wo Jugendliche sagen, wenn der in den Knast kommt, bringe ich mich um. Aus sehr, sehr verwickelten, sehr ambivalenten meistens Beziehungsverflechtungen. Und dann würde sich ja diese 15-jährige Mädchen strafbar machen, wenn sie nicht anzeigt. Das war der wesentliche Grund, dass wir in Deutschland keine Anzeigepflicht haben, selbst bei schwersten Misshandlungen. Nicht übrigens nicht mal beim Mord gibt es eine Anzeigepflicht. Es sei denn, Sie können durch eine Anzeige einen Mord verhindern oder eine Misshandlung. Dann gibt es die Pflicht zur Hilfeleistung, aber das nur mal ganz kurz gestreift. Den 8a kennen Sie natürlich, ich glaube, den nehme ich gleich wieder runter. Wahrscheinlich ist Ihnen auch bekannt, was unter einer Gefährdung verstanden ist. Hier ist mir nur vor allem die Anmerkung sehr wichtig, dass eine Gefährdung eben nicht mit einer Schädigung schon verbunden sein muss. Das heißt, immer wieder, auch aus Kitas höre ich, man sieht ja noch nichts an dem Kind. Muss man auch gar nicht. Es geht um eine Gefahr, eine Gefährdung, nicht um eine Schädigung. Wenn das Kind bereits geschädigt, also misshandelt oder vernachlässigt oder sexuell missbraucht worden ist, dann ist sowieso natürlich schon die Pflicht zum Handeln gegeben, aber eben auch schon bei Gefährdungen. Das heißt, wenn dem Kind glücklicherweise noch nicht eine Schädigung zuteil worden ist, aber nicht jede Gefahr, so hier diese Definition des Bundesgerichtshofs, des Begriffs Gefährdung. Nicht jede Gefahr ist eine Gefährdung, weil das Leben ist immer lebensgefährlich, wie Erich Kästner schon gesagt hat, sondern nur eine bestimmte Gefahr gilt als Gefährdung, nämlich, wie es hier ja heißt, wenn in einer prognostischen Voraussicht eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussehbar ist.
Das kennen Sie natürlich, die bekannte Differenzierung. Bei der seelischen Misshandlung ist mir nochmal sehr wichtig, auch das Miterleben häuslicher Gewalt deutlich zu machen, weil das ist eine erhebliche seelische Belastung. Und Sie können nicht sagen, dem Kind ist noch nichts passiert. Es hat es miterlebt und in seelischer Hinsicht kann das sogar mit schweren Folgen für das Kind verbunden sein. Und ganz unten der Hinweis, wir haben jetzt gerade einen Entwurf aus dem Bundesjustizministerium. Es kann sein, dass wir demnächst nicht mehr von sexuellem Missbrauch strafrechtlich sprechen werden, sondern von sexualisierter Gewalt. Eine sehr interessante Weiterentwicklung. Ich würde Ihnen jetzt gerne hier ein, wahrscheinlich kommen wir nur zu einem Fallbeispiel, rein aus Zeitgründen, aber wenigstens eines würde ich doch gerne auch Ihnen präsentieren. Ein aus meiner Sicht sehr interessantes, weil es vieles noch im Unklaren hat. Und das sind aus meiner Sicht ja die besonders spannenden. Ich lese es einmal vor, dann, damit Sie wissen, was jetzt folgt, würde ich Ihnen gerne 2-3 Minuten, vielleicht eher 2 Minuten Zeit lassen. Ich schaue auf die Uhr. Einfach mal sich diesen Fall vor Augen zu führen. Natürlich, wenn Sie Lust haben, auch eine Frage in den Chat oder eine Anmerkung in den Chat zu geben. Vielleicht sich sogar 1-2 Stichpunkte zu notieren, damit Sie es vor Augen haben. Es geht um Folgendes. Lana ist 4 und vor 2 Jahren mit ihrer Mutter aus Kroatien nach Deutschland gekommen. Seit ihrem 3. Lebensjahr geht sie auf Empfehlung einer Sozialarbeiterin in die Kita, vor allem um auf diese Weise ihre Sprachfähigkeiten zu verbessern. Bereits im Aufnahmegespräch berichtet die Mutter, dass sie mit einem deutschen Mann verheiratet ist, der einen 14-jährigen Sohn in die Ehe eingebracht hat. Es geht also um ein Stiefelternverhältnis. Zu Beginn ist Lana in der Kita sehr zurückhaltend, dann aber macht sie schnell große Fortschritte, vor allem sprachlich, aber auch im Zusammenspiel mit anderen Kindern blüht sie regelrecht auf. Seit einigen Wochen jedoch klagt sie oft über Kopf- und Bauchschmerzen, ohne dass sich dafür eine Erklärung anbietet. In einer ruhigen Situation beim Vorlesen wendet sie sich an ihre Erzieherin. Wenn die Mutter und ihr Stiefvater abends weggingen, dann halte ihr großer Stiefbruder Nils sie manchmal ganz fest und zwinge sie, sich auf seinen Schoß zu setzen. Der wackelt dann so blöd. Das mag ich nicht, erzählt sie, sich dabei eng an die Erzieherin haltend. Ja, Fragen, die hier sicherlich interessant wären. Wie schätzen Sie diese Situation ein? Gibt es hier Anzeichen für eine Gefährdung? Vielleicht sogar gewichtige Anzeichen, wie es im Paragraphen 8a ja heißt. Und natürlich die besonders interessante Frage, was tun in einer solchen Situation? Was wären die nächsten Schritte? Ich schaue auf die Uhr, Sie haben 2 Minuten Zeit, sich dieses Fallbeispiel einmal genauer vor Augen zu haben und zu halten und vielleicht sich ja auch mit einer Rückmeldung oder einer Frage im Chat zu äußern. Bis gleich. Jo, so lange sind 2 Minuten ja dann auch wieder nicht. Und natürlich bin ich neugierig, ob es vielleicht die ein oder andere Äußerung im Chat bereits gibt. Dann würde ich Sie bitten, weil ich den Chat nicht vor Augen habe, vielleicht das einfach kurz vorzulesen. Genau, also hier gibt es schon 3 Rückmeldungen im Chat. Die erste Rückmeldung sagt nochmal, also als erstes auf jeden Fall Ruhe bewahren. Dann das nächste, da sagt eine Kollegin erstmal auch eine kollegiale Fallberatung, vielleicht mit den Kolleginnen im Team durchführen. Auch die Erfahrungen beim Elterngespräch mitteilen und vielleicht auch Fachkräfte einbeziehen, die sich in diesen Themenbereichen besser auskennen. Dokumentieren wird auf jeden Fall noch gesagt. In den Berliner Kitas gibt es Insofa, welche bei solchen Problematiken hinzugezogen werden können. Es kommen jetzt immer mehr Rückmeldungen. Ich würde die einfach mal vortragen, eben auch nochmal spiegeln, wird gesagt, und auch nochmal mit dem Kind ins Gespräch gehen und hören, was das Kind sagt. Dann wird hier noch gesagt, es besteht eine Gefährdung, die von dem Kind klar formuliert wird. Es ist notwendig, sich im Team darüber auszutauschen und erfahrene Fachkräfte in Anspruch zu nehmen. Ich versuche das jetzt gerade ein bisschen zusammenzufassen. Eine Risikoeinschätzung zu machen, wird hier noch gesagt. Und ein gut vorbereitetes Elterngespräch zu führen. Also Eltern ist jetzt nochmal ein wichtiges Thema hier. Aber auch Ruhe bewahren, wird immer wieder gesagt. Ja, und das, eben auch. Das Kind darin bestärken, das war in Ordnung oder was war gut, dass du es erzählt hast, kam auch nochmal als Kommentar.
man muss aufpassen, dass das Gesagte nicht als schlimm fokussiert wird und Nachfragen erstmal vorsichtig behandeln, auch nochmal wichtig. Ja, Beratungsstellen gegen sexuelle Gewalt mit ins Boot holen und sich, das war ja auch schon ein paar Mal jetzt das Thema, sich eben auch einfach von Experten beraten lassen. Schutz- und Risikofaktoren sammeln, hatten wir eben auch schon mal, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Gewichtige Anhaltspunkte herausfiltern. Und hier ist noch eine Anmerkung, konnte das Mädchen die Bewertung blöd näher definieren, also die Situation sich nochmal genauer schildern lassen, sonst schwer einzuschätzen, da es ihre subjektive Wahrnehmung ist. Genau, und das finde ich auch nochmal eine wichtige Anmerkung, das Kind fragen, ob es in Ordnung ist, wenn man ein Gespräch mit den Eltern zu diesem Thema führt. Und auch nochmal wird hier gesagt, das Gesagte in keinem Fall in Frage stellen. Okay. Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. Soll ich wieder loslegen oder wollen Sie noch anderes vorlesen? Ich glaube, wir müssen natürlich schon aus Zeitgründen hier einen gewissen Cut dann machen. Ich lege mal los, es schließt ja nicht aus, dass noch weitere Anmerkungen dann auch hier mit eingebracht werden können. Also es gibt ganz generell ja so einen üblichen Dreischritt, nämlich zum einen Informationen zusammentragen, also es wurde ja auch mehrfach genannt, sich auch im Team auszutauschen. Ich würde noch ergänzen, unbedingt die Leitung auch darüber zu informieren. Natürlich wäre auch denkbar, vor dem Kind weitere Informationen zu bekommen. Dazu würde ich mich gleich nochmal speziell äußern. Dann ein zweiter Schritt, ein Verständnis für die Situation zu entwickeln. Hier in dieser Schilderung würde ich sagen, können sehr unterschiedliche Verständnisse eine Rolle spielen. Es geht ja gleich das Kopfkino an. Also jeder von uns hat da ja so eine häusliche Situation im Blick, die aber sehr unterschiedlich sein kann. Das kann von einem Kitzelspiel sein, wo eine Stiefgeschwister hier ein jüngeres Kind festhält, was natürlich in keiner Weise in Ordnung ist. Das wäre aber noch relativ harmlos. Aber es kann natürlich auch sein, dass da ein erigierter Penis eine Rolle spielt, dass es auch viel weiter geht noch und dass der seine Hose auszieht. Das könnte ja auch sein und das kann ja auch Teil unseres Kopfkinos sein. Also wie ist das Ganze überhaupt zu verstehen? Was sind die Hypothesen, die hiermit verbunden sind? Und der dritte Schritt, um diesen Dreischritt deutlich zu machen, ist ja dann die Handlungsnotwendigkeiten zu identifizieren. Also Informationen zusammentragen, verstehen, handeln, das sind so die üblichen drei. Ich würde gerne noch, weil das auch einige angesprochen haben, wie mit dem Kind eigentlich umgehen. Ich glaube, ganz generell Kindern gegenüber gibt es drei sehr, sehr wichtige Aspekte. Der eine Punkt, und ich meine das sehr ernst, dass wir in keiner Weise ein Kind drängeln sollten, uns irgendetwas oder irgendetwas mehr zu erzählen. Ein Kind muss uns nichts sagen. Wenn wir drängeln oder gar Druck ausüben würden, würden wir dem Kind ja eine Mitverantwortung zuschreiben. Das heißt, es ist sehr wichtig, das muss man Kindern nicht immer explizit sagen, aber von der Haltung her muss es klar sein, du musst mir nichts sagen. Das gilt auch für schwere Misshandlungen übrigens, was hier noch völlig unklar ist, was eigentlich dahinter steht. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, und der hängt sehr mit dem ersten zusammen, die andere Seite der Medaille sozusagen, du kannst mir etwas erzählen. Ich höre dir zu. Ich habe ein Ohr für dich. Wenn du möchtest, kannst du mir mehr erzählen. Ich kann es ja gar nicht wissen. Ich war ja nicht dabei. Das heißt, Kinder denken ja manchmal, Erwachsene wissen allen, also auch Kindern deutlich zu machen, dass ich interessiert bin, das von dir zu hören, dass es völlig in Ordnung ist, wenn du mir das erzählst oder auch mehr erzählen möchtest, aber in keiner Weise das Kind unter Druck setzen. Beides gehört sehr eng miteinander zusammen. Ein dritter Punkt, den ich für Gespräche mit Kindern sehr wichtig finde, und da muss ich einer Äußerung im Chat deutlich widersprechen. Es geht nicht, es von der Zustimmung eines Kindes abhängig zu machen, ob ich mit irgendjemandem ins Gespräch gehe. Das heißt, wir können uns nicht darauf einlassen, wenn Kinder uns sagen, aber bitte erzähl es niemand weiter. Oder auf keinen Fall darf es Mama erfahren oder was auch immer. Oder die Leiterin darf es nicht hören. Das geht nicht. Denn wenn wir das zugestehen würden, würden wir Teil eines Geheimnisses werden und wir würden unsere Verantwortung für den Kinderschutz nicht mehr wahrnehmen.
Ich kann natürlich nachvollziehen, und das ist Teil wiederum des Gesprächs mit dem Kind, dass das Kind Angst haben kann oder sich schämen mag vielleicht. Und insoweit würde ich Kindern natürlich immer dann auch von ihnen gerne hören wollen, wenn sie es mir sagen wollen jedenfalls. Was befürchtest du denn, wenn ich es mit irgendjemand bespreche? Und wenn dann Kinder sagen, dass ich dann Angst habe, dass ich dann Nachteile habe oder ich gehauen werde oder irgendwas, dann ist es natürlich nochmal Alarmstufe zusätzlich rot. Wenn Kinder nicht nur etwas erlitten haben, sondern auch zusätzlich darunter leiden würden, wenn das Thema angesprochen wird. Aber ich kann es dem Kind nicht versprechen. Das ist rechtlich gar nicht möglich, denn dann würden wir unsere Kinderschutzverantwortung nicht mehr wahrnehmen. Und es ist auch natürlich im Sinne des Schutzes. Was machen Sie denn, wenn das Kind sagt, aber erzähl es niemand weiter? Wenn Sie sich darauf einlassen, würde ja Sie dann sich verpflichten, das für sich zu behalten und das Kind nicht davor zu bewahren, dass das vielleicht morgen Abend wieder vorkommt. Also das geht nicht rechtlich, aber ich würde auch sagen, in der Verantwortung dem Kind gegenüber. Ich finde diesen Fall übrigens noch aus einem zweiten Punkt sehr interessant. Also der erste Punkt, weil es noch so unklar ist, was da eigentlich wirklich passiert, das wissen wir alle nicht. Ich würde übrigens in der Einschätzung vielleicht doch nochmal zu diesem ersten Punkt meinen, es gibt Anhaltspunkte für eine Gefährdung, aber ich könnte noch nicht sagen, wie wichtig die sind. Da weiß ich einfach noch zu wenig. Aber jedenfalls erste Anhaltspunkte für eine Gefährdung gibt es auf jeden Fall. Natürlich müssen wir die Aussage des Kindes sehr, sehr ernst nehmen. Das ist klar. Das bedeutet übrigens auch, dass wir nicht mehr nichts tun dürfen. Wenn es Anhaltspunkte gibt, müssen wir zumindest es so weit, dieses in Anführungszeichen jetzt Fallbeispiel, so weit weiterführen, dass wir eine gewisse Sicherheit haben und eben dann auch von ausgehen können, dass es sich glücklicherweise als nicht gravierend herausgestellt hat oder andersherum eben dann auch weitere Schritte erforderlich sind. Aber wir dürfen nicht mehr nichts tun, wenn es Anhaltspunkte für eine Gefährdung gibt. Der zweite Punkt, warum ich diesen Fall so interessant finde, und jetzt kommen wir auf die Handlungsebene. Ich bin der Auffassung, es ist ein Fall, wo wir keinen einzigen Tag Zeit haben. Nicht mal bis morgen früh. Weil wenn es so ist, und das finde ich interessant an diesem Fall, wenn es so ist, dass möglicherweise die Mutter des Kindes und auch der Stiefvater keine Ahnung haben, was da passiert. Das Kind erzählt es ja so, wenn meine Eltern abends weggehen. Das heißt, möglicherweise wissen die gar nichts davon, was da passiert, wenn sie ihre beiden Kinder, die jetzt nicht mehr so jung sind, der eine ist ja immerhin schon 14, vielleicht abends alleine lassen und als verliebtes Paar ins Kino gehen. Wenn es so sein sollte, auch das wissen wir nicht, es kann auch sein, dass es andere Konstellationen ist, aber nehmen wir einmal an, die Eltern wissen das nicht und stellen dann fest, in einem Gespräch nächste Woche, wie bitte, die Kita weiß das seit 5 Tagen, wir waren gestern und vor 3 Tagen abends weg. Merken Sie, das geht überhaupt nicht. Das finde ich interessant an diesem Fall, dass Sie am selben Tag reagieren müssen. Das heißt, sicherstellen müssen, dass den Eltern bekannt wird, was hier von dem Kind geäußert worden ist, welche möglichen Gefahren hier für das Kind ausgehen und dass natürlich auch von der elterlichen Reaktion sehr viel abhängt. Also wenn ich als Vater so etwas hören würde, dass meine Tochter das erzählt hat, wäre ich auf 180. Das wäre die glückliche Wendung. Das heißt, ich würde alles dafür tun, dass meine Kinder abends nicht mehr alleine sind zum Beispiel. Außerdem wäre ich wahrscheinlich erstmal sehr verwirrt und würde nur wissen, ich brauche hier dringend Hilfe auf verschiedenen Ebenen. Das wären ja die positiven Reaktionen. Aber es kann natürlich auch negative Reaktionen geben, dass beispielsweise der Vater sagt, mein Sohn macht sowas nicht. Oder ich kann mir das gar nicht vorstellen. Oder die lügt das Blaue vom Himmel herunter. Könnte ja auch eine Reaktion der Mutter sein. Dann haben wir eine negative Reaktion. Und auch dann müssen Sie sehr schnell am selben Tag hier in der Lage sein, dann in diesem Fall übrigens in dem Negativen ist das Jugendamt sofort dabei, was sonst, weil die Eltern sind ja nicht bereit, an der Gefährdungseinschätzung mitzuwirken oder sehen diese Gefahr vielleicht möglicherweise gar nicht, dann tatsächlich hätten sie eine Meldepflicht erreicht. Aber natürlich wünsche ich mir und hoffe, dass die Eltern hier ein Ohr für die Gefahren, die möglicherweise hiermit verbunden sind und dass sie an der Abschätzung des Risikos mitwirken. Das heißt ganz konkret, Sie müssen natürlich die Leitung informieren, wenn Sie die Zeit haben, auch im Team sich abstimmen, aber oft ist da gar nicht die Zeit am selben Tag. Sie haben vielleicht nur 3 Stunden Zeit, dann holt die Mutter das Kind ab.
wenn das mittags in der Mittagsruhezeit hier berichtet worden ist und um 16.30 Uhr das Kind abgeholt wird, haben Sie 3-4 Stunden Zeit. Sie müssen selbstverständlich eine insoweit oder wie die Berliner gesagt haben, eine insoweit erfahrene Fachkraft einbeziehen. Das ist rechtlich verpflichtend. Übrigens, einem solchen Fall glaube ich gar nicht, dass Sie das in den 3 Stunden schaffen, um zum persönlichen Gespräch zusammenzukommen. Das heißt, es zeigt übrigens, dass in den Vereinbarungen mit den Jugendämtern, die Sie ja haben müssen, so sieht es der 8a ja vor, also genau gesagt, die Träger der Kitas müssen Vereinbarungen mit dem Jugendamt haben, dass für einen solchen Fall auch eine telefonische Abstimmung notwendig sein kann und möglich sein kann. Das ist immer möglich oder sollte immer möglich sein, dass eine insoweit erfahrene Fachkraft zumindest mal in einem 10-minütigen Telefonat die Situation geschildert bekommt und ihre Unterstützung bei der fachlichen Einschätzung einer solchen Situation dann eben auch äußern kann und ja auch verpflichtet dazu ist, die Kita, dass sie sich diese Konsultation eben auch, dass sie diese vornimmt. Der nächste Schritt, da würde ich wiederum auch dem zustimmen, was ja auch im Chat gesagt wurde. Natürlich ist der übliche nächste Schritt ein Elterngespräch. Wobei hier einige interessante weitere Fragen. Würden Sie eigentlich nur die Mutter einladen oder würden Sie auch den Stiefvater einladen? Sehr spannendes Thema. Aus meiner Sicht übrigens nach Möglichkeit beide Eltern. Weil natürlich hier auch 2 Kinder, zwar einmal ein Jugendlicher, aber auch 2 Kinder, also unter 18-Jährige beteiligt sind. Und natürlich geht es auch um den Vater dieses 14-Jährigen oder um den Stiefvater des Mädchens. Allerdings, da eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, das müsste dann in den Akten der Kita stehen, wer eigentlich hier das Sorgerecht hat, dass hier vermutlich allein die Mutter das Sorgerecht für das Kind, also für die Tochter hat, weil ansonsten ja eine Stiefkindadoption vorliegen müsste, was relativ unwahrscheinlich ist, weil die sich noch nicht so lange kennen. Also wahrscheinlich ist die Mutter die Alleinsorgeberechtigte, aber der Vater ist natürlich ein sozialer Vater. Im Alltag hat er natürlich Verantwortung, aber rein rechtlich müssen Sie die Mutter dann darum bitten, dass der ihr Mann, Sie sind ja verheiratet, ihr Mann, also der Stiefvater des Mädchens, eben bei diesem Gespräch auch mit dazu gebeten wird. Wünschen würde ich es, weil es die Situation einfacher macht, wenn beide Elternteile von Beginn an hier in das Gespräch einbezogen sind. Und dann, wie gesagt, hängt es sehr davon ab, wie die Eltern reagieren. Die gesamte weitere Reaktionskette hängt davon ab. Es kann sein, wenn Sie diese Besorgnis teilen und alles tun, damit da keine Gefahren mehr bestehen, zum Beispiel die Kinder eben alleine nicht mehr gelassen werden und auch die Hilfsmöglichkeiten, die ja auf der Hand liegen. Wir brauchen ja alle Hilfe. Übrigens auch die Beziehung zwischen den Eltern kann ja eine unglaubliche Spannung bekommen. Ich glaube, auch die Eltern brauchen hier Unterstützung. Und dann ist natürlich sehr davon abhängig, ob die Eltern bereit in der Lage sind, das auch wahrzunehmen. Kleine Nebenbemerkung noch. Ich habe diesen Fallbeispiel schon in verschiedenen Fortbildungen dargestellt. Es gibt manchmal auch Fälle, wo auch Leiterinnen von Kitas sagen, ich traue mir ein solches Gespräch nicht zu. Es ist mir zu heiß. Leider gibt es das manchmal, wobei ich jetzt nicht leider insoweit meine, dass das ich ermuntere immer auch solche Sorgen zu benennen. Aber wünschen würde ich mir schon, und das ist natürlich eine Frage auch der Ausbildung, der Fortbildung, dass solche Gespräche geführt werden können. Weil wenn sie nicht geführt werden, dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als das Jugendamt zu informieren. Was dann? Und das kann natürlich ein massiver Vertrauensbruch den Eltern gegenüber sein, bis dahin, dass die Lana aus der Kita genommen wird. Was natürlich auch dann eine sehr ungute Konsequenz sein kann. Im Übrigen ist das Jugendamt ja auch nicht schlauer. Es gibt auch da eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Eltern total dicht machen und dass überhaupt nichts rauskommt, selbst wenn das Jugendamt das Gericht einschalten würde. In solchen unklaren Fällen hängt sehr viel vom Beginn ab. Und da ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass die Eltern nach Möglichkeit auch ins Boot holen. Gibt es noch die ein oder andere Chatnachricht, die vielleicht hier richtig spannend, interessant sein könnte? Frage nochmal. Es gibt sehr viele Nachrichten im Chat. Sie müssen eine Auswahl treffen wahrscheinlich. Ja, genau. Also unter anderem wird auch gesagt, dass der leibliche Vater noch mit einbezogen werden sollte, der ja auch eine Rolle in dem Familienkonstrukt spielt. Dann eine sehr konkrete Frage, so etwas wie, die fragt eine Fachkraft, wie gehe ich damit um, wenn genau an dem Tag der Stiefbruder Lana abholen kommt. Dann geht es auch nochmal eben um die Fachberatung, die eben dazu auch weitergebildet worden sind und auch den Fachkräften zur Seite stehen können.
Darf ich ganz kurz, weil ich sonst möglicherweise Bitte. Auch oder Dinge zu weit nach hinten rutschen. Ja. Also Sie können natürlich gleich weitermachen, aber die Frage mit dem leiblichen Vater ist natürlich völlig berechtigt. Da stellt sich zum einen die Sorgerechtsfrage. Gibt es da noch einen sorgeberechtigten zweiten Elternteil? Das wissen wir nicht. Es stellt sich natürlich auch die Frage der Praktikabilität, weil am selben Tag und auch ob Mutter und leiblicher Vater an einem Tisch sitzen können und wollen, ist die Frage. Also ich würde die Wahrscheinlichkeit für sehr hoch halten, dass der leibliche Vater natürlich im Verlauf des Weiteren einbezogen werden muss, aber möglicherweise nicht an demselben Tag. Zur Frage, wenn der Stiefbruder abholt, das ist sehr eindeutig die Antwort, natürlich ihm dieses Kind nicht mitgeben. Das heißt, dann muss wirklich die Mutter informiert werden, in dem Sinne, es gibt einen Punkt der Sorge um ihre Tochter. Wir bitten sie dringend um ein persönliches Gespräch, und zwar noch heute. Das ist übrigens ja auch unabhängig jetzt von der Frage des Abholens durch den Stiefbruder. So würde ich auch Eltern gegenüber, ich würde sie anrufen und sagen, bitte nehmen Sie sich eine Viertel- oder eine halbe Stunde Zeit. Wir müssen darum uns kümmern, dass Ihre Tochter in der Zeit betreut ist. Es gibt einen Punkt der Sorge und es muss auch heute sein. Zwei Bereiche werden hier auch noch angesprochen, die ein bisschen die Struktur auch betreffen. Einmal geht es hier nochmal um Kindertagespflege, dass man dort eben nicht so schnell die Möglichkeit hat, jemanden anderes im Team, weil man ja dann eben kein Team vor Ort hat oder eine Fachberatung hat, wie man dann damit umgeht. Darf ich ganz kurz gleich darauf reagieren, dann haben wir es gleich erledigt. Tatsächlich, die Kindertagespflege hat rechtlich eine andere Rolle, weil es nicht das Fachkräftegebot gilt. Das heißt, da ist extrem wichtig, das wurde aber ja gerade auch schon gesagt, die Fachberatung. Die Fachberatung übernimmt eigentlich dann diese Rolle derjenigen, die hier dann entsprechend dem Paragraphen 8a tätig sein muss. Und Kindertagespflegepersonen sind ja auch verpflichtet, sehr eng in diesen Fällen mit den Fachberatungen zusammenzuarbeiten. Es wird hier im Chat jetzt auch nochmal ergänzt, dass eben über die örtlichen Jugendämter da auch Kontaktdaten für die Fachberatung zur Verfügung stehen. Dann geht es auch nochmal ums Thema, was, wenn Eltern wenig oder kein Deutsch sprechen und kein Übersetzer zur Verfügung steht. Ganz kurze Anmerkung, also natürlich ja. Dolmetschung ist dann nötig. Bitte auf keinen Fall ein Familienmitglied dolmetschen lassen. Sondern das muss wirklich, und eigentlich ist das gerade in solchen Kinderschutzfällen inzwischen Fachstandard, dass Jugendämter solche Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Allerdings kann es ein Problem geben, wenn es am selben Tag noch sein muss. Da muss möglicherweise wirklich improvisiert werden oder es landet dann eben doch schnell beim Jugendamt, wenn es gar keine Verständigungsmöglichkeit geben sollte. Ja, und hier wird auch eine Frage nochmal formuliert, die es vorhin schon einmal gab. Die Frage, warum im Fallbeispiel ein Migrationshintergrund benannt wurde? Weil es den immer wieder gibt. Wir haben Städte, wo die Kinder mehrheitlich einen Migrationshintergrund haben. Migrationshauptstadt in Deutschland ist übrigens Stuttgart. Mehr als 60% der Kinder in Kitas in Stuttgart haben einen Migrationshintergrund. Das ist also ein Mehrheitsthema, kein Minderheitenthema. Außerdem ist es ja nur ein halber Migrationshintergrund. Es gibt ja auch den deutschstämmigen Vater mit seinem Sohn. Also das ist Durchschnitt in deutschen Kitas, was da berichtet wird. Dann ist noch einmal jetzt hier eine ganz konkrete Frage. Können die Eltern dem Jungen 14 Jahre überhaupt die Aufsichtspflicht übertragen? Sie können es. Das ist ihrer Elternverantwortung überlassen. Ich würde auch behaupten, sehr viele Eltern überlassen ihren 14-, 15-jährigen Kindern auch mal die Betreuung eines jüngeren Kindes. Es geht ja nicht um einen Säugling. Das kann auch verantwortbar sein, wenn sie jedenfalls erreichbar sind in Notfällen. Das will ich jetzt nicht bewerten. Da müsste man sicherlich nochmal genauer nachfragen. Aber es ist, glaube ich, gelebte Realität in Deutschland. Und eine Frage finde ich auch noch, wenn wir schon sehr konkret schauen, nochmal eine wichtige Frage. Was, wenn sich im Elterngespräch andeutet, dass die Eltern als Reaktion auf die Informationen dem Sohn gegenüber Gewalt anwenden werden? Ja, dann ist natürlich nochmal eine Alarmstufe weiter. Dann käme ja ein zusätzliches Problem hinzu. Ja. Und dann sind sie tatsächlich relativ schnell beim Jugendamt. Wobei auch das Jugendamt nicht so ganz einfach da eine Position hat. Aber das ist dann ein weiteres Thema, wo wir jetzt, glaube ich, nicht zu kommen können. Genau, und ich nehme jetzt einfach mal eine Anmerkung auf, die hier jetzt an letzter Stelle steht, wo eben nochmal gesagt wird, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, wäre es spannend, wenn man nochmal zum Thema Kinderschutz in Zeiten von Corona zurückkommt und nochmal auf das Thema Gewalt der Fachkräfte gegenüber. Ja, genau, ich glaube, das ist die goldene Brücke in das nächste genau. Thema. Wir haben tatsächlich ja nur noch 10 Minuten Zeit und ganz sicher wird es kein zweites Fallbeispiel mehr geben können, aber doch ein paar Folien,
die hier auf dieses Thema institutioneller Kinderschutz sich beziehen. Sie sehen hier schon den Paragraphen 45, der übrigens vor dem Hintergrund entstanden ist, dass es schweren sexuellen Missbrauch durch pädagogische Fachkräfte gegeben hat, der vorsieht, dass zur Erlangung der Betriebserlaubnis Beteiligungsverfahren und Beschwerdemöglichkeiten. Da muss ich einen Satz sagen, gerade auf Kita bezogen ist mir das sehr wichtig. Ich empfehle Ihnen in den Kitas schon bei der Aufnahme eines Kindes, in den Aufnahmegesprächen mit den Eltern unter der Überschrift Erziehungspartnerschaft, wo Sie die üblichen Dinge wie Eingewöhnung, wo Sie die Eltern natürlich benötigen, dass Entwicklungsgespräche stattfinden, die Elternversammlungen, die Elternsprecherinnen, die gewählt werden und so weiter und so fort. Aber was häufig noch nicht thematisiert wird, ist Beschwerde. Ich finde es so wichtig, Eltern gegenüber zu sagen, dass immer, wenn ihnen etwas nicht gefällt, das Essen schmeckt nicht oder sie haben den Eindruck, eine Erzieherin vernachlässigt ihr Kind. Egal, ob es berechtigt ist oder nicht, das muss man ja gerade erst klären. Und auch umgekehrt, und jetzt kommt der umgekehrte Aspekt, der nämlich gerade für das Thema mögliche Gefährdung interessant. Auch wir, wenn uns etwas auffällt, nehmen Sie an, dass Ihr Kind verhält sich seltsam oder wir machen uns erhebliche Sorgen um Ihr Kind. Auch dann ist ja umgekehrt ein Punkt erreicht, wo wir dringend mit Ihnen das Gespräch suchen. Aber natürlich auch, wenn Sie etwas zu kritisieren haben, wir nennen das auch Beschwerdeverfahren. Und das, was die Folge davon ist, ist ein zeitnah anberaumtes Extragespräch. Wie das methodisch zu führen wäre, ist wieder ein eigenes Thema. Es ist nämlich anders zu führen als normale Entwicklungsgespräche. Aber das reicht jetzt die Zeit leider auch nicht. Gehe ich mal weiter in den... Hier übrigens diese von mir schon genannte Meldepflicht nach § 47 SGB 8. Nochmal der Hinweis, wenn es um Fachkräfte geht, ist nicht die einflussschwelle Gefährdung, sondern wie es hier ja wörtlich heißt, dass immer dann, wenn Ereignisse oder Entwicklungen vorkommen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder zu beeinträchtigen. Eben auch schon zum Beispiel ein Klaps auf den Po oder was auch immer. Wenn das jedenfalls jetzt nicht in einer fahrigen Zufallssituation entstanden ist, wenn das ein gewisses Muster darstellt. Solche Fälle sind meldepflichtig, weil das Wohl von Kindern beeinträchtigt wird. Hier sehen Sie mal aber nur so auf einen Blick, was es alles an Fehlverhalten geben kann. Vor allem übrigens seelische Gewalt, die Beschämung, die Bloßstellung, die Entwürdigung, das Anschreien. In sehr, sehr vielen Kitas gibt es das selbstverständlich. Ich glaube, der erste Fehler, den eine Einrichtung machen kann, ist zu sagen, bei uns kommt das nicht vor. Das kann so eigentlich gar nicht sein. Sie können das Glück haben, dass es keine schwerwiegenden Fehlverhaltensweisen gibt, eine gewisse Zeit lang, aber leichtere Formen. Jeder Beruf ist mit Fehlverhalten verbunden. Das ist in allen Berufen erwartbar. Entscheidend ist, dass wir diesen möglichen Fehlverhaltensweisen ins Auge schauen, dass wir sie nicht ignorieren, dass wir Konsequenzen daraus ziehen, nicht im Sinne des Bashing, da soll niemand an den Pranger gestellt werden. Manchmal muss man natürlich auch persönliche Konsequenzen hier fordern, aber in sehr vielen Fällen geht es ja einfach auch um fachliche Veränderungen und fachliche Verbesserungen und man lernt aus Fehlern, wie ja schon sprichwörtlich davon die Rede ist. Natürlich sind die Beschwerdeverfahren wichtig, da habe ich manches schon genannt. Gerade übrigens auch das Thema Ombudsstellen, das ist ja auch eine fachpolitische Frage, an der gegenwärtig gearbeitet wird. Und der letzte Punkt ist mir übrigens auch wichtig. Ich glaube, wir können Kindern viel von Partizipation reden, wenn wir selbst nicht partizipativ uns organisieren im Team, dass es ein beteiligungsorientiertes Führungsverhalten gibt, dann kann man es eigentlich gleich vergessen. Wir müssen bei uns anfangen. Das ist, glaube ich, die Botschaft. Wir unterscheiden zwischen Verhinderungs- und Ermöglichungsbeschwerden. Also Verhinderung wie ein Stoppzeichen. Ich möchte nicht mehr das oder ich kann es nicht ausstehen, wenn. Ermöglichungsbeschwerden sind eher Optimierungswünsche. Also wenn Kind beispielsweise sagt oder auch Eltern oder auch Fachkräfte sagen müssen, weil beschweren können sich ja alle. Ich möchte zum Beispiel, dass wir endlich mal viel mehr in den Wald gehen. Das wäre eine Ermöglichungsbeschwerde, also ein Optimierungswunsch. Zum Schutzkonzept gilt übrigens dasselbe, was ich vorhin auch mit dem Kinderschutzverständnis verbunden habe. Ich würde zu einem wenig erweiterten Verständnis raten. Also Herr Röhrig, von dem ja schon die Rede war, also unabhängig Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, empfiehlt ein Schutzkonzept auf dem ersten Level. Wenn Sie googeln Schutzkonzepte Kita, dann landen Sie meistens auf seiner Website 10 Punkte für ein Schutzkonzept vor sexualisierter Gewalt.
Gerade in Kitas rate ich zumindest das Level 2 zu nehmen, also alle Formen von Gewalt in ein Schutzkonzept zu integrieren. Allerdings der sexualisierten Gewalt wegen bestimmter Besonderheiten einen ausdrücklichen, angemessen hohen Stellenwert zu geben, ist nicht zu vernachlässigen. Sie können aber auch darüber hinaus, ein Schutzkonzept könnte sich auf sämtliche Schutzrechte beziehen oder sogar auf sämtliche Kinderrechte, aber das ist oft pragmatisch gar nicht leistbar und eher Zukunftsmusik. Also zumindest das zweite Level, meine Empfehlung, in der Präambel eines Schutzkonzepts würde ich dann noch einen Link zu sämtlichen Kinderrechten setzen. Prävention, natürlich vieles ist vorbeugend zu machen, auf die Kinder bezogen, auf die Fachkräfte, auf das Team, auf die Kita als Organisation. Und mit Blick auf die Zeit, ich muss wirklich sehr schnell jetzt zu einem Ende kommen, natürlich, wenn etwas passiert ist, auf sehr unterschiedlichen Ebenen, auf der kollegialen, auf der Teamebene, sehr häufig braucht es die Leitung, weil Teams oft nicht in der Lage sind, bei einem deutlichen Fehlverhalten eines Teammitglieds angemessen zu reagieren. Hier ist ja auch der Mitarbeiterschutz sehr wichtig. Deswegen ist Leitung sehr, sehr oft gefordert, schon bei relativ geringfügigen Fehlverhaltensweisen übrigens. Manchmal aber dann auch ist die Meldepflichtschwelle überschritten. Also Träger muss informiert werden, Meldung an das Landesjugendamt und in wenigen, aber dann eben gravierenden Fällen auch arbeitsrechtliche oder strafrechtliche Konsequenzen selbstverständlich. Hier vielleicht eher zum Nachlesen, weil mir liegt nämlich daran, eine letzte Folie nachher nochmal ein bisschen in einer Minute in den Blick zu nehmen, was zu einem Schutzkonzept gehört. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen auch ausbuchstabieren. Da gibt es auch viele Veröffentlichungen bei Interesse auch von mir, wo das ausführlich erläutert ist, was zu einem Schutzkonzept gehört. Mir hier auch die Schritte, die zu einem solchen Konzept hinführen können, also vom Beschluss im Team bis hin zur Evaluation mit vielen Zwischenschritten natürlich. Fallbeispiele geht jetzt leider nicht. Ich würde aber gerne noch mit Blick auf Corona ein paar Aspekte Verwirklichung der Kinderrechte und dann aber tatsächlich aller Kinderrechte, weil sie so eng zusammenhängen, in Krisenzeiten. Ich habe auch hier nicht nur Corona geschrieben, sondern tatsächlich in krisenhaften Zeiten. Man lernt ja auch aus solchen Zeiten, die wir jetzt gerade haben. Ich glaube, das Gravierendste, was ich festgestellt habe, jetzt auch in der Politik in den letzten Monaten, dass Kindbelange, also auch das Kindeswohl oder die besten Interessen von Kindern, bei vielen Entscheidungen nicht mal mehr eine Rolle gespielt haben. Geschweige denn, dass Kinder auch eine Stimme gehabt haben. Das können Sie auf allen Ebenen darstellen. Also um ein hochpolitisches Ebene zu skizzieren, Frau Giffey als unsere Kinderministerin wurde bisher in kein Krisenkabinett einberufen, obwohl es so nahe liegt, auch die jungen Menschen, die Kinder bei diesen Entscheidungen mit ihren Interessen in die eben zu treffenden Entscheidungen einzubringen. Aber auf allen Ebenen, es wäre ein leichtes, zum Beispiel die Schülersprecherinnen und Schülersprecher, die es ja sogar auf Landesebene gibt, aber auch in jeder Einrichtung, in jeder Kita, auch die Kinder selbst einzubeziehen. Sie haben so gute Ideen oft und machen die Sache wirklich besser. Beteiligung ist kein Selbstzweck. Also die Verwirklichung des Kinderrechtsansatzes, vor allem mit den Aspekten Kindeswohl und der Beteiligung der Kinder. Ich finde die Armutsbekämpfung, Stichwort Spaltung der Gesellschaft in Corona-Zeiten, extrem wichtig. Es stimmt zwar, dass Gefährdung in allen gesellschaftlichen Schichten vorkommt, aber nicht in allen gleich häufig. Armut ist natürlich ein Risikofaktor, vor allem wenn es um bestimmte Fragen geht, vor allem Vernachlässigung und körperliche Gewalt betreffend. Also ich glaube, da ist eine Menge zu tun. Ich glaube, wir haben alle gelernt, die digitale Infrastruktur muss sich verbessern. Ich finde es heute immer noch unmöglich, wenn Erzieherinnen oder Erzieher vielleicht auch heute ja in dieser Veranstaltung für ihren privaten Endgeräten sitzen müssen, ein privates WLAN nutzen müssen und sämtliche Basics der Infrastruktur digitaler Art in der Kita nicht vorhanden sind. Das geht eigentlich überhaupt nicht mehr. Also der Netzausbau, die technische Ausstattung, das Training und natürlich auch der Datenschutz sind sehr wichtig. Die Inklusion, eben auch hier nochmal kein Kind vergessen. Beteiligungsstrukturen, vor allem auch, dass es unabhängige Beschwerdestellen gibt. Natürlich können Sie sich vorstellen, dass ich ein Verfechter der Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz bin. Und wenn wir mal weit in die Zukunft blicken, ich glaube, wir müssen auch ans Wahlrecht ran. Ich bin ziemlich sicher, in den nächsten 2-3 Jahren wird es ein Riesenthema werden. Bei der nächsten Bundestagswahl in einem Jahr wird der durchschnittliche Wähler und die durchschnittliche Wählerin in Deutschland 54 Jahre alt sein. Das heißt, die Rente
ist im Fokus des Interesses und nicht die Kinderbelange. Ich glaube, auf Dauer können wir uns das nicht leisten. Ich freue mich sehr über Ihr Interesse. Manches haben wir nicht geschafft, aber ich freue mich auch, dass wir doch einige Chat-Beiträge hier haben, kurz jedenfalls besprechen können. Und herzlichen Dank für das große Interesse. Und natürlich bekommen Sie die Folien, die ich sehr zeitnah zuschicken werde, sodass Sie dann nochmal das eine oder andere nachlesen können. Dankeschön.